So, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stray. Ja, wir hatten in der letzten Folge erfahren, dass wir jetzt da hoch müssen, irgendwie den Weg dahin finden. Und wer ist denn das? Roshi! Ich kümmere mich um die Pflanzen. Die Menschen haben sie enorm verbessert. Jetzt brauchen sie nur noch wenig Licht. Ich gebe nur ein wenig Wasser dazu und schaue, wie groß sie werden. Das ist wirklich eine erstaunliche Technologie. So, dann wollen wir dagegen schützen. Willst du in die Auswelt? Na dann viel Glück. Das wird so schnell nicht passieren. Okay, schade. Dann schauen wir mal, ob wir vielleicht da hoch können. Ob es da irgendwie einen Weg gibt. Ja. Ah, da. Jo. Wir müssen ja jetzt Momo finden. Joa. Aber ich mag das Mauzen. Da haben die ihn da gemacht. Ah. Schmeißen sie. Momo musste gerade aufstoßen. Schmeißen sie gegenseitig Farbe drüber. Aber die Dosen werden nicht weniger bei ihm. Oh, jetzt will ich was erfahren. Kann ich die Dosen hier wieder? Ito! Lass Vapora bitte in Ruhe, sie ist zu tollpatschig. Komm, sprich mit mir. Mit Mito sprechen wir. Geil. Und wer bist du? Vapora! Vorsicht, ich muss mich konzentrieren. Ich will nicht noch einen Eimer fallen lassen. Nice. Ups. Ja. Ich würde sagen, wir gehen mal trotzdem weiter hier rüber. Wo müssen wir noch mal hin? Da. Da müssen wir irgendwie hoch. So. Hier sieht es aus, als könnten wir hier entlang hoch. Ja. Ah. Hier ist zu. Können wir da so irgendwie hoch? Anscheinend ja nicht. Wir können runter höchstens, aber. Nein. Hier. Ja. Und ab. Okay, wie kommen wir jetzt wieder runter? Nee, ich glaube, wir können an dem hier vorbei. Hier, ja. Hier können wir runter. Dahin. Cosma, ich putze wieder die Treppe meines Ladens. Hör auf, über meinen Laden zu spielen, du tollpatschiger Lacker.
Oh komm, können wir Schmuseinheiten geben irgendwie? Okay. Über Spiritus Reinigungsmittel nehmen. Ja, komm, nehmen wir mit. Brauchen wir vielleicht später. Können wir hier uns waschen? Ja. Was? Wir brauchen nur das Spiritus? Oh, wer ist denn das? Zoe, naja, wenigstens findet Cosma gute Verwendung für das ganze Reinigungsmittel. Die Außenwelt, warum sich die Mühe machen, sie zu finden? Uns geht's doch gut hier. Und? Ich wette, manche Leute würden für eine volle Flasche Super Spirit eine Menge bezahlen. Okay. Ich putze wieder die Treppe meines Ladens. Hör auf, wir waren Laden zu spielen, du Tolpen. Ja, ich dachte, ich könnte Ihnen das Ding hier zeigen. Der scheint sauer zu sein. Wer ist denn das? Oh, die scheint nervös zu sein. Teddy! Sie sehen ein bisschen aus wie ein Zurg, zumindest aus der Ferne. Sie sehen niedlich aus und hören sich auch so an, aber lass dich nicht täuschen. Diese Dinger knabbern sich durch Metall. Sie sind furchterregend. Oh, das ist die Außenwelt, von der Momo ständig redet. Ich wette, manche Leute würden für eine volle... Ja, das kennen wir schon. Okay, Teddy scheint auch nicht wirklich Infos zu geben. Oh, wir können hier rein. Boah, die Musik ist nice. Billy, willst du etwas? Ah, der Mythos des blauen Himmels. Ein schönes Konzept. Ich wette, manche Leute würden für eine Vollkraft Super Spirit eine Menge bezahlen. Ja, okay. Du anscheinend nicht. Achso, ich dachte, ich kann jetzt die Musik aussuchen. Nee, wir suchen uns was anderes aus. Oder komm, wir gehen hier hin. Oh, der freut sich. Jacob, du bist neu hier. Was kann ich für dich tun? Oh, das ist ein schönes Bild von der Außenwelt. Momo ist ein echter Fan dieses Mythos. Du solltest ihm zeigen. Seine Wohnung ist da ganz oben. Hat auch schon nach einem orangefarbenen Neonschild. Ich wette, manche Leute... Ja, das wissen wir schon. Okay, Jacob ist... Ne, da kann ich auch nichts nehmen. Dann kann ich hier so drunter durch. Mal gucken, was es oben gibt. Gurakin. Oder Recken oder. Ja! Eingelocht. Ja. Der geht auch rein. Komm. Ja. So. Die sind drinne. Und. Der ist drin? Ja. Ach schade, ich dachte, es gäbe dafür irgendwie so ein Achievement oder sowas. Merken.
Was haben wir hier? Essen die das wirklich? Ursprünglich hatten sie keinen Verdauungsapparat. Vielleicht haben sie sich irgendwie weiterentwickelt, indem sie den Menschen nachahmten. Meinst du, ich sollte mal was davon probieren? Ich möchte nicht respektlos gegenüber ihrer Lebensweise sein. Mach doch. Neue Erinnerung wiedergefunden. Okay. Oh, davon können wir auch noch was machen. Können wir hier machen? Katzen. Natürlich. Ja, wir müssen alles aufkratzen. Ja. Okay, warum wird die Musik jetzt düster? Also nicht die, die unten ist, sondern hier oben. Oh, der ist angepisst. Karl! Das ist die Zeitung von den Leuten, die oben auf Ebene 2 wohnen. Sie ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber es lohnt sich, sie zu lesen. Einige Leute haben versucht, in dieser Stadt einen Ausgang zu finden. Es ist nicht gut gelaufen. Okay. Ich wette, manche Leute will. Ja, das wissen wir. Okay, hier. Ah, hier können wir auch noch durch. Wo sind wir jetzt? Oh. Den haben wir hier. Oh. Zack. Ich habe es auf der Straße liegen gelassen und am nächsten Tag hatten die Zirks das komplett aufgefressen. Das ist doch verrückt, oder? Sie verschlingen einfach alles. Noch ein Bild von der Außenwelt? Lass mich bloß in Ruhe mit dem Kram. Das ist doch alles Quatsch. Ah, okay, wieder dasselbe. Und Rico! All die verqueren Sachen passieren immer dir, Kumpel. Sie trauen mich nicht, unser Dorf zu verlassen. Es ist zu gefährlich. Außerdem ist der Wächter der Einzige, der diese Tür öffnen kann. Das ist ein schönes Bild. Gefälscht, aber schön. Ich wette, manche Leute würden finden. Ja, okay. Oh, Katzen sind echt süß, ey. So, aber ich weiß jetzt auch nicht gerade wirklich weiter. Das hier ist, glaube ich. Kann es sein, dass das hier das Fahrstuhl ist? Nach oben? In die Außenwelt? Mit Johann sprechen. Ich weiß immer noch nicht, wo du heißt. Ach, ich hatte kurz gedacht, das wäre auch noch jemand. Ja, das sieht auch interessant aus. Übersetzen. Die alten Geschichten sprechen von natürlichem Licht. Das. Warte mal. Die alten Geschichten sprechen von natürlichem Licht, das von einem Stern ausging und zu unseren Füßen landete. Dieses Licht verursachte Wärme und Wohlbefinden bei unseren Vorfahren. Es half ihnen zu wachsen. Mit Ronen sprechen. Komm. Machen wir. So, lass mal dahin. Machen wir auch noch jemanden. Na du? Muruske, hallo, ich bin Musiker. Ich habe aber keine Songs. Wie, du hast keine Songs? Was bist du dann für ein Musiker, hä? Ein blauer Himmel. Da. Darüber werde ich eines Tages ein Lied schreiben. Ich werde. Ja, okay. Ich hatte gedacht, du kaufst es mir. Komm, legen wir uns hier kurz schlafen. Jo. Oh, ist das süß. Oh, wie die schnurrt. Oh, das ist ja richtig süß, ey. Ja, komm. Genug geschlafen. Wir müssen weitermachen. Was haben wir hier?
Neugier ist der Katze tot. Oh. Scheiße. Boah, das war so nice. Ich will noch mal. Oh Mann. Ah, warte. Du hast jetzt, ach, das hier. Der Zugang zur Kanalisation ist aufgrund der Verbreitung von Zugs verboten. Bleiben Sie in Sicherheit und verlassen Sie nicht die Sicherheitszone. Okay. Da haben wir ein Safe. Geheimnisvolle Passwort des Safes nehmen. Digicode benutzen. Warte mal. B12 zeigen. Da steht folgt den Zahlen geschrieben, aber es sieht aus wie eine binäre Sprache, einer von Nullen und Einsen. Wir müssen den Code auf irgendeine Weise schlüsseln. Wahrscheinlich hat er was mit diesem Safe zu tun. Okay, untersuchen wir mal. Okay. Ich habe keine Ahnung. Aber wir kümmern uns später um den Safe. Was gibt's denn hier? Ist hier irgendwas? Und hops. Da können wir nicht hoch. Da können wir hin. Boah, die Musik ist gerade richtig nice. Oh, was haben wir hier? Erstaunlich, die Gefährten haben sich enorm weiterentwickelt. In den Anfängen ahmte ihre einfache KI die menschliche Kunst lediglich nach. Jetzt haben sie ihre ganz eigene. Die Menschen haben oft gesagt, dass es in verzweifelten Situationen wichtig ist, künstlerisch tätig zu sein. Dies sind zweifellos verzweifelte Zeiten. Ah, okay. Ah, kann es sein, dass die hellen Erinnerungen alle sind, die ich hier irgendwo finden kann? Gibt es vielleicht noch mehr Gebiete? Den Gärtner haben wir schon. So, jetzt will ich wissen, was es da hinten gibt. Wen haben wir hier? Inspizieren. Hallo, ich bin der Kaufmann vom Markt. Du gibst mir etwas, ich gebe dir im Austausch auch etwas. So einfach ist das. Das hier ist ein uraltes Relikt, ein Zeugnis für das Talent unserer Vorfahren. Es kostet dich 3 Dosen Energy Drink, weniger ist nicht drin. Ah, schade, ich habe aber leider nur 2 gerade zu Hause. Nein, tut mir leid, ich kann das nicht annehmen. Nein, tut mir leid, das kann ich nicht annehmen. Nein, tut mir leid, das kann ich nicht annehmen. Du bist scheiße, Asus. Stromkabel inspizieren. Notenblatt. Das hier ist Musiknotenblatt. Musiknotenblatt. Ein meisterhaftes Kunstwerk von einem sehr bekannten Künstler. Kostet dich eine Dose Energy Drink. Weniger ist nicht drin. Okay. Und das Kabel. Das ist ein Satz Stromkabel, das beste auf dem Markt. Zum Tausch will ich dafür ein. Ah! Bitteschön. Neuen Gegenstand errungen. Ah, zu ihm muss ich. Und was steht da? Der Marktplatz. Okay, jetzt habe ich ein Stromkabel. Wen haben wir hier? Wir haben Glück, dass wir diese Gegenstände haben, um uns gegen die Zugs zu verteidigen. In den Slums gibt es viele Bedrohungen und Vorsorge ist das A und O. Manchmal stoßen wir auf gefälschte Bilder wie dieses hier, die alle von der Außen belegen. Ein schöner Traum, finde ich. Das ist ein sehr alter Binärcode, den du hier hast. Nur ein echter Technikfreak kann den lesen. Das sind ein paar sehr hochwertige Kabel. Oma verwendet solche, um ihre einzigartige Kleidung herzustellen. Okay. Jetzt muss ich Oma finden. Sieht aus, als würde es hier nicht wirklich weitergehen. Du bist nicht Oma? Ist das vielleicht Oma? Oh, übersetzen?
Tauschhändler, Super Spirit, Wäscherei, Omas Kleidung, Elliot Programmierung. Ah, hier geht's zu Oma. Bist du Oma? Das ist Teddy? Nee, das ist die Kneipe wieder. Du musst hier irgendwo Oma sein. Übersetzen. Elliots Programmierung. Bitte an die Tür klopfen und warten, bis wir öffnen. Ja. Ja. Moin! Nestor, du bist wegen Elliot hier. Er ist gleich da drüben. Die Auswelt? Warum sich die Mühe machen, sie zu finden? Uns geht's doch hier gut hier. Okay, das ist nur ein sehr alter Binäcke, den du hier hast. Nur ein echter Techniker kann den lesen. Was hast du damit vor? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich genau vorhabe. Notenblatt 3 von 8 nehmen. Nehmen wir mit. So. Ah, hier kann man schlafen. Okay, und wo ist Elliot? Elliot müsste hier sein. Ah, hier geht's nach oben. Das ist bestimmt Elliot. Merken. Dieser Baum ist ein wissenschaftliches Wunderwerk. Es ist bemerkenswert, dass der menschliche Einfallsreichtum einen Weg gefunden hat, Pflanzen zu erschaffen, die ohne Sonnenlicht gedeihen. Organisches Leben braucht Bäume, um die Luft in der Stadt zu reinigen. Roboter brauchen keine, aber sie kümmern sich trotzdem um sie. Die Menschen hätten es so gewollt. Nice, haben wir noch einen? Was ist damit? Ah, jetzt haben wir Fenster aufgemacht. Nice. Aber wir quatschen vorher mal mit Elliot. Elliot, ja, kann ich dir helfen? So. Einige Leute haben versucht, dieser Stadt einen Ausgang zu finden. Es ist nicht gut gelaufen. Okay. Du willst, dass ich diesen Binärcode lese? Eine Sekunde, ich muss nur meine Linsen kalibrieren. Hier steht Dufa-Bahn. Seltsam, wer vereinbart denn Rendezvous per Binärcode? Oh, ich brauche diese Kabel nicht. Ich habe genug davon hier. Ein Notenblatt? Ich spiele kein Instrument. Tut mir leid. Okay. Was gibt's hier? Mach mir jetzt eine auf. Komm, mach mir auf. Ich will da rein. Miau. Nice. Ja, genau da wollte ich hin. Egal, dann gehen wir hier mal weiter. Nein? Nein! Oh, die Steuerung ist auch ganz schön hakelig. Da wollte ich hin. Dann da. Oh, hier geht's auch weiter. Wo geht's hier dann hin? Da vor. So. Ach, wir sind wieder hier. Da müssen wir irgendwie hin. So. Dann darüber. Und hier hoch. Da. So. Ah, hier ist ja offen. Das ist Momo. Der sieht aber noch farbenfroh aus.
Komm, Mono. Das wird niemals funktionieren. Warum habe ich sie gehen lassen? Jetzt bin ich ganz allein. Hey, du. Was willst du? Das ist ein Bild von der Außenwelt. Willst du dorthin gehen? Mach dir nicht die Mühe, es ist Zeitverschwendung. Es wird dir nur Einsamkeit und Verzweiflung geben. Meine Freunde hatten diesen Traum auch, aber jetzt sind sie weg und ich bin ganz allein. Ich weiß nicht, wo sie gelandet sind, ich habe versucht, sie zu kontaktieren, aber dieser Sendeempfänger funktioniert nicht. Meine Freunde und ich haben zu unseren Recherchen über die Außenwelt Notizen gemacht. Hier, nimm meine, wenn du wirklich nach da draußen willst. Yay, neun Gegenstände errungen. Notizbuch von Momo. Mann, was habe ich jetzt gerade mit dem Sprachfehler? Du bist auf dich allein gestellt. Ich bin fertig mit der Ausbildung. Viel Glück. Ach, Momo. Momo scheint sehr traurig zu sein. Er vermisst seine Freunde. Lass mir einen Blick ins Notizbuch werfen, das er uns gegeben hat. Das Manifest der Außenwelt lag. Wir müssen um jeden Preis die Außenwelt erreichen. Wir müssen unsere Brüder und Schwestern schützen. Wir müssen uns von den Zugs fernhalten. Es ist unterschrieben mit Clementine, Spaltasa, Doc und Momo. Sieht so aus, als ob Momos Name später hinzugefügt wurde. Ich denke, wir sollten die anderen Notizbücher finden. Was haben wir hier? Außenweltler. Gibt's hier noch irgendwas? Mansox. Übersetzen. Die Stadt hat eine zylindrische Form mit einem Durchmesser von etwa 54 Metern. Es gibt eine Ebene über der unsrigen. Die Stadt scheint eine Kuppel zu haben. Wenn ich meinen Büchern glaube, liegt dahinter ein großer blauer Himmel verborgen. Ah. Okay, das hier ist irgendwie eine Kuppel. Also es hat hier irgendwie eine Kuppel. Was ist das denn? Oh, Bällchen! Ja! Ja! Jetzt kann ich nicht mehr vernünftig laufen. Oh, schade. Na, sonst gibt's hier nichts mehr. Boah, ich liebe das total. Und eine Kuh. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Hä? Die Symbole an der Wand stimmen mit dem auf dem Notizbuch überein. Ah, dann müssen wir dahin. Das scheint eine Spur zu sein. Okay, dann ab darüber. Und runter. So, hopp. Okay, dann müssen wir vielleicht hier einfach rein. Boah, die Musik ist voll geil jetzt gerade. Was haben wir da? Notenblatt, 6 von 8 nehmen.
Notizbuch von Clementine, 4 von 4. Hm? Ein ausgewählter Notizbuch, es ist das gleiche Logo wie das, das Momo uns gegeben hat. Das hier scheint jemandem namens Clementine zu gehören. Alles läuft nach Plan. Wir haben es geschafft, die obere Ebene zu kontaktieren, bevor der Sendeempfänger abgestürzt ist. Sie sind an einem Ort namens Stadtmitte und scheinbar gibt es dort irgendeine unterdrückerische Macht. Ich habe vorhin mit Momo gesprochen. Deine Augen, ich kenne diesen Blick. Er wird nicht mit uns kommen. Lass uns die anderen Notizbücher finden. Kann ich hier jetzt irgendwas tippen? Nein, schade. So, okay. Also ich muss auch weiterhin nach diesem Logo hier Ausschau halten. Vielleicht finden wir hier noch irgendwo was. Das ist aber auch blau. Vielleicht ist da hinten auch irgendwas. Vielleicht müssen wir auch auf Farbe blau achten. Wohl bei dem ist ja orange. Egal, wir gehen trotzdem Neonschild. Da! Da haben wir einen. Da müssen wir hin. Ja. Oh, was haben wir hier? Und eine Winkelkatze. Nice.